Ja, wir sind alle ready. Guten Tag, liebe Leute. Ja, der Onkel ist wieder mit dabei. Und die Bina. Und die Mika. Und wir bauen hier wie die Baumeister. Oh Ja. mein Gott. Gott, ist der heute fertig. Aber echt. Ich hab grad echt ein Problem, Boah, Hallo zu was hast denn du sagen, weil dann wissen ja die getrunken? Leute, dass ich den kenne. Tja, damit müsst ihr klarkommen, wenn ihr mit mir Meine zusammenspielt. lieben Kinder. Ich Ja. bin's. Okay, jetzt setzen wir hier mal, jetzt mach ich mal Holz. So, also Warum ich würde habe ich so sagen, so kann viel man das schon lassen. Geraffel schon wieder hier? Entschuldigung? Erzähl. Meine Bäume sind gesetzt, sozusagen. Das wollte ich bloß. Ich wollte eigentlich meinen Baum ein bisschen, Das ist ich herrlich wollte hier. meinen Kirschbaum ein bisschen, ja, ich wollte ihn eigentlich in der Aufnahme setzen und das ein bisschen. Jetzt setze ich den Kirschbaum, aber ich habe es vergessen. Jetzt stehen schon drei. Ja, liebe Leute, so sieht das aus. So läuft das. Ja, ist. Alles in den Rucksack rein. Alles für den Rucksack. Jetzt sag mal, Mal. komm hier nicht mehr klar. Das haben wir bei der Ansage gemerkt. Lauter Essen. Ja, jetzt. Das Gold brauche ich auch nicht mehr. Ach, da war ja Holz. Ich wollte ja das Holz. Wieso habe ich Schwarzeichen-Holzstufen gemacht? Kann mir das mal einer erklären? Nein. Nein. Redstone. Du. Jetzt habe ich das Problem, dass ich. Nicht mehr wirklich weiß, wie ich das nochmal. Ich muss dann, glaube ich, neben der Aufnahme nochmal ganz kurz in meinen Singleplayer-Modus reingehen und gucken, wie ich das gemacht habe. Genau. Nicht in der Aufnahme, sondern neben der Aufnahme. Was ist denn hier heute los, ey? Ich habe gar nicht mich gemeint. Also, was ist heute echt? Ihr seid Ja, heute. also, man könnte gerade meinen, du hättest einen geraucht. Natürlich, immer. Jeden Tag 10 Stück. Aua! So, warte mal, wo ist denn jetzt? Ey, die blöden Piranhas, ne? Nein, ich freue mich einfach, dass ihr alle da seid. Ich hab schon, glaube ich, seit 2 Wochen jetzt nicht mehr gespielt. Und jetzt Hä? macht's, jetzt macht. Ja. Also nicht wirklich gespielt. Nicht wirklich. Okay, das sagt alles. Ja, wenn er nur rumläuft, ist das nicht wirklich gespielt. Oh, Ach ist ja du. schon wieder Nacht. Bina, weißt du Nicht. noch, wie wir die Komm. Balkonkästen gemacht haben? Schlafen Ja. gehen. Ja, schlafen gehen. Okay, also dann gehe ich Oh. schon schlafen. Mit Schüssel aufs Bett. Nam, 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 nam. Bam, bam, bam. Schlüpping! Schlüpping in the bedding! Ne, Also Mittag. irgendeiner schläft nicht. Das hat sehr aggressiv geklungen. Ja, das bin ich gewohnt. Das mal Boah, bitte. ja, du Armer. Das ist total unsozial von dir. Warum brauche ich denn das jetzt hin da? Jetzt brauchen wir noch ein Holz. Jetzt brauche ich nur noch. Lass mich mal ganz kurz, ohne dass du Selbstgespräche führst, Bina, wie haben wir nochmal diese Balkonkästen gebaut? Brauchst einen Blumentopf und 2 Steine außen. Okay. Der war gut. Der war gut. Der Blumentopf war aus Ton oder aus Ziegelsteinen, ne? Ja, beides eigentlich. Also Ton machst du zu Ziegelstein und aus Ziegelstein machst du dann den Blumentopf. Eichenholz? Den Blumentopf musst du doch Da muss ich jetzt bloß mal beim Christian schauen, was der noch musst du doch alles bloß mit hat. den Ziegelsteinen machen. Das ist dein Edeka, gell? Oder Aldi. Ja, weil so viel Zeug habe ich eigentlich gar nicht mehr. Aber wahrscheinlich, weil du immer hier in den Keller runterkommst. So, Nee, jetzt. ich habe noch gar nichts genommen. So, jetzt Außer Juwelen. die Spannung steigt. Wir machen jetzt mal hier den Schlüssel drauf.
Oh, da ist ein Schlüsselloch. Und jetzt? Lockt. So, was bedeutet lockt jetzt? Ja, ich das jetzt nicht mehr raus, oder was? Lockt ist verschlossen. Nesserziegel, so. Das ist aber nicht das, was ich brauche. Okay, jetzt. Ich denke mal, jetzt um die alles. Kiste zu öffnen, brauchst du jetzt eben einen Schlüssel. Denke ich mir mal. Wie war denn das nochmal, komplett den ganzen Block rauszuholen? Ach genau, mit Shift, oder? Nee, auch nicht. Alter, das darfst du keinem erzählen. Hast du nicht vom Onkel die ganzen Ziegel geklaut? Da sind sie. Ziegelsteine, nur 6 Stück? Um den Blumentopf zu machen, brauchst du doch bloß 2 Ziegelsteine. Also Lehmsteine. 3, Entschuldigung. Ziegel steht dort. Darf ich mal ganz kurz was sagen? Also ja. wenn man den Schlüssel mit dem Schlüssel drauf geht, der bleibt da, dann ist es abgesperrt. Und wenn man sich jetzt alles rausholt, dann ist zum Beispiel hier die Schwarzeichenholzbretter, habe ich mir komplett rausgeholt. Die werden dann noch immer noch als Bild angezeigt, aber es sind 0 drinnen. Und wenn ich sie dann da reinlege zum Reinsortieren, dann werden sie wieder dahin sortiert, wo sie vorher waren. Ja, geil. Super. Ja, das ist geil. Weil dann bleibt nämlich alles an Ort und Stelle. So, also. Wo wart ihr gerade? Auch Ton. Du hast es jetzt sowas von verblüfft, dass wir alles vergessen haben, was wir sagen wollen. Ey, ich komm hier heute schon ganz schön gemobbt vor langsam, Leute. Gedismobbt. Ja, aber bin ich ja gewohnt. Christian, hast du irgendwo Ton? Das schreibst du mir auch regelmäßig in die Kommentare. Nein, aber wie viel Ton brauchst du? Ich brauche ganz viele Blumentöpfe. Dann, ich habe nämlich hier draußen vor kurzem, wo ich ein bisschen tauchen war, habe ich Ton gefunden hier unter Wasser. Ja, er gibt den Ton an. Ja, das hat der Frederik als Kommentar geschrieben. So ungefähr, dass ich die Hosen an hätte. Und da habe ich ihm gleich zurückgeschrieben, das stimmt überhaupt nicht. Ja, hat er doch Angst vor seiner Frau bekommen. Schnell. Oh nein, das darfst du so nicht. Wo bist du? Ich sehe dich überhaupt nicht. Weil ich nämlich in der Aufnahme gesagt habe, so, baust du jetzt auch mal was ab, wo wir in der Höhle waren? So, und dann hat der Frederik gemeint, so ungefähr so, an die Arbeit! So, sag mal, jetzt weiß ich selber nicht mehr, wo das war. Und jetzt greifen mich auch noch Piranhas an. Hahaha, siehst du? Hahaha. So. Es ging nach hinten das, los, meine. War auch gerade. Ich hätte mir das Lachen vielleicht vorher überlegen sollen. Was hängt? Ach, das Spiel. Mhm. Ach Mann. Doof. Wenn ich das jetzt so mache und dann so mache, dann. Wo ist denn jetzt? Bin ich jetzt blöd oder was? Ja, ich weiß, dass ich das nicht sagen darf. Ja. Weil da reagieren nämlich alle immer so. Ja. Ach Menno, jetzt hänge ich. Nein, ich hab heute einen Frosch im Hals. Das ist keine Sorge. Ach, hier ist es. Alles also, ich gewöhne mir einfach mal an, nicht mehr zu sagen, bin ich denn blöd, sondern ich bin blöd zu sagen. Du blöder Piranha, halt jetzt die Esse. Ruhe da! Okay. Gut. Da haben wir. Jetzt kommt der nächste. Nochmal, wollt ihr mich verarschen? Gut. Wo ist denn jetzt? Ach, die habe ich noch unten. Gut. Schön. Ach, genau. Und ich habe meine Rüstung wieder. Mhm. Auch danken Frederik, weil er mir nämlich gesagt hat, wo die liegt. Onkel, ich hab mich doch aufgeregt, wo wir die Pferde gefunden haben und bevor wir dann, wo ich zweimal gestorben bin. Das wird's kompliziert. Und da habe ich doch dann mich beschwert, dass meine Rüstung weg ist. Und dass die nicht mehr im Kreuz drin ist und dass das voll der Bug ist und so. Und in Wirklichkeit habe ich die Rüstung schon vorher verloren, wo ich in der Lava verreckt bin im Nether.
Und da habe ich mir nämlich die Rüstung nicht mehr rausgeholt und der Frederik hat dann gemeint, dass ich total sozial bin und das habe ich sogar gelesen. Den Kommentar habe ich sogar gelesen. Den Zombie-Pigman meine Rüstung überlassen habe. Cool, oder? Also ich muss sagen, mir gefallen die Bäume nicht, die hier entstehen, aber ich habe auch keinen Bock, die wegzureißen. Nochmal. Ja, aber du kannst doch davor wieder welche pflanzen. Ich muss das, ja, ich muss ja, das. Keine Ahnung, wie ich hast du das ein bisschen verkirschbaumen. Was? Ja, wie hast du das bei dir im Singleplayer gemacht? Da kamen coole Bäume raus. Okay. Nein, du musst vielleicht daneben dran welche bauen, weil dann verknüpfen die sich miteinander wieder. Dann kommen so Monsterbäume raus. Ich hab da oben nicht so viel Platz. Nee, Moment, ich hab, Moment. Geht gleich los. Wo habe ich denn hin? So, drei Kisten und ich komme durcheinander. Das ist. Warte mal da. Hä? und die Musik bei mir macht auch gerade so. Ich schalte die mal weiter, das nervt mich gerade ein bisschen. Ach, schon viel besser. Bisschen Gitarrenmucke. Was wollte ich jetzt eigentlich? Jetzt habe ich das mit dem Schlüssel rausgefunden und jetzt bin ich total planlos. Planlos. Der Markus hat, glaube ich, auch schon lange nicht mehr gespielt. Ne, da musst du ja gleich mal hingehen und mit Knochenmehl seinen Garten verunstalten. Das hab ich schon lange, lange erledigt. Was heißt hier verunstalten? Das muss natürlich ausschauen. Nicht hier so ein englischer Rasen. Natürlich. Wie schaut das aus? Natürlich. Oh, natürlich. Das muss so. Was mut, dat mut? Das muss so sein. So. Schau, die Biene hat sich noch nicht beschwert. Bei der hast du wahrscheinlich auch noch nicht den Garten verunstaltet. Dass der Garten so verwildert ist. Das habe ich ja auch gemacht. Nee. Natürlich. Haha. Wenn du schon Leute verarscht, dann merkt ihr, wenn ich die Wilde verarscht. Vorhin, als ich mit Micha alleine gespielt habe, habe ich hier Knochenmehl hingeschmissen. Ja, aber ich habe noch mehr Knochenmehl hingeschmissen. Wow. Nein, tu es nicht. Bina, hast du da einen Monsterbaum schon gesehen, den der Christian dir hingestellt hat? Ja, der ist voll cool, oder? Super. Das spawnen ohne Ende Viecher, ne? Okay. Weil du da unten drunter kein Licht gesetzt hast. Viel Spaß. Danke. Viel Spaß mit den Creepern. Ach, ich muss übrigens nochmal schauen, ob ich Creeper-Schaden anhab hier auf dem Server oder nicht. Mhm. Aber umso creepiger, umso lustiger. Mhm. Bin ich ganz anderer Meinung. Am geilsten finde ich ja deine Gartentürchen. So, wenn die Monster kommen, dann gehen sie auf die Druckplatte und schon sind sie drin in deinem Garten. Nein, können die nicht, weil du mit einem Schüssel, wenn du die Zimmermannsblöcke machst, kannst du mit dem Hammer einstellen, dass sie nur auf dich selber oder auf Menschen reagieren. Mhm. Echt jetzt? Ja, habe ich bei mir auch so. Ich habe auch außen Druckplatten. Hm. Boah, warum sagt mir das keiner? Warum fragst du denn nicht? Ja, genau. Mir hast du sie weggebaut. Ja, naja, aber du hast ja auch keine Zimmermanns-Dinger eingestellt, hingebaut, nö, sondern ganz normale. Halt normale. Ganz ja. Normale. Und da kommt dann der Creeper so: Hallo, ich bin der Vertreter, ich möchte dir etwas verkaufen. Ach, die Tür ist offen, ich komm mal rein. Boom! Haus weg. Aua. So, lass uns mal schlafen gehen. Ach, Mann, das ist schon wieder ein komisches Zeug hier. Ich krache hier gerade so schön auf meinem Baum rum. Ja, ich bin auch gerade hier so schick unterwegs. Ich habe auch gerade Zeit. Ich bin im Haus. Gute Nacht. Okay. Alter Schwede, was sind denn das für Riesenbäume? Hui! Ja, krass, ne, was er dir da hingestellt hat. Ne, eigentlich eine Frechheit. Nee, ich meine eigentlich die Bäume beim Onkel auf dem Dach. Die sind ja doppelt. Nee, da habe ich auf dem Baum noch einen Baum gebaut. Respekt. Das ist mal groß. Was ist da drin, Respekt?
Ja, das sieht, ey, von hier sieht das ganz furchtbar aus. Ja, bis jetzt noch. Ach so. Also ich hab ein Bild, ich hab ein Bild gesehen vom Endergebnis und es hat hammermäßig geil ausgesehen. Nein! Nein! Jetzt hat sie an meinem... Oh, ich hab einen Scheiß... Nein! Ach Mann, ich hab einen Scheiß... Bevor du einen Scheiß machst, legst du Setzling, ich hab einen blöden Setzling übersehen. Das ist in meinem Garten so ein Scheißbaum gewachsen. Ach Mann! Schlafen! Oh, das ist in mein Haus reingewachsen. Ich glaub's nicht. Schlafen! Ich hab einen Baum im Haus. Schlufen! Slufen. Warum habe ich eigentlich Tab an, ey? Caps meine ich. Warum habe ich Tab an? Keine Ahnung, mach doch aus. Ja. Kann ich wieder aufstehen? Darf ich? Ja, nein, nee. Irgendwie nicht, weil es ist. Ja, ich kann noch nicht. Oh, hast du wieder Kaffee getrunken, wa? Dann kann ich auch wieder aufstehen. Hast du wieder Kaffee getrunken? Ich brauche nur noch eine Sekunde. Eins. Ja, super. Und? Yum, 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 yum. Jetzt, ich bin auf dem Weg. Aua. So, jetzt. Das wurde getrunken. Bidu, bidu, durch den Garten gerannt. Ich liege. So, ja! Raus. Da werde ich mich mein ganzes Leben dran erinnern, wie die Biene rumgerannt ist. Das ganze Haus brennt! Bidu, 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 bidu! Das war nicht nett. Ich fand's witzig. War ja auch nicht dein Haus. Das war unser Haus. Das ich gebaut habe. Ja, ich weiß. So, ich bin völlig planlos, was ich jetzt machen soll eigentlich. Warum? Ich weiß es nicht. Selbst das weißt du nicht. Eigentlich wäre die nächste logische Aktion, dass ich mein Lager sortiere, aber da habe ich keinen Bock drauf, bin ich ehrlich. Echt? Sortierst du das? Aber schön wäre es schon. Aber warum? Dann finde ich auch was. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß hier rausholen und dann woanders rein. Schau mal bei der Biene rein, die hat das echt cool gemacht. Was? Das sortiert im Haus. Boah, ey, voll die Monsterbäume. Holz. Haben wir irgendwo Holz hier noch? Ja, beim Onkel. Auf dem Dach. Ja, und im Garten steht jetzt ja ein Haufen Holz. Compacting Cross. Und Christian, Holz gäbe es auch einen Haufen, da wo du der Biene ihren Baum hingepflanzt hast. Ja, bitte? Ich mein Holz in meinem Lager. Ich muss das jetzt umsortieren, damit ich dann das Holz irgendwo anders habe. Warum? Ach so, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, genau. Bina, was baust du da? Wer? Die Mob-Farm baue ich hier. Aber da hängt ein Pokémon in der Luft. Kein Nö. Pokémon. Das sieht aus wie ein Pokémon. Ah, da kommt ein Viech. Ey. Ach, warte mal, du hast es weitergebaut. Du sollst mich nicht kaputt machen. Ah, das ist... Ja, ich darf ja die Mob-Farm nicht hässlich bauen. Deshalb kriegt die Mobfarm jetzt einfach ein Gesicht. Ach, wisst ihr was? Ich hab da keinen Bock drauf. Auf was? Wenn du sortiert haben willst, dann sortier selber. Boah, nee, das ist mir viel zu stressig. Also irgendwie. Das hätte ich von Anfang an machen müssen. Ja. Deswegen hat es wahrscheinlich Gronkh auch als allererstes sein Lager gebaut. Weil er genau gewusst hat, wenn er einmal mit dem Chaos anfängt, dann kriegt er das nie wieder unter Kontrolle. Ich hätte es auch machen sollen. Tut mir leid, Leute. Ja. Jetzt ist es zu spät. Oder ich könnte eigentlich dahinter nochmal ein Lager bauen. Und da mache ich es dann richtig. Genau. Das mache ich. Aber nicht jetzt. Mir gefällt das nicht. Guck
komme gleich mal zum Gucken. Frau, ich schaue lieber euch zu. Das macht mehr Spaß. Was haben wir denn da alles hier? So, das kommt hier rein. Tschack, tschack, tschack. Das Gold. Nein. Doch. Und das Karotti. Karotti, Schnalotti. Ey. So. Baue ich lieber das Schlafzimmer weiter. Oh. Einen roten Rand, da brauche ich mehr Redstone. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sagen werde. Ich habe einen da. Ich brauche mehr Redstone. Nee. Ja, Christian, ich habe ganz viel. Kommst du damit auch nicht zu Fach, oder was? Ach so, nee, weil du so viel hattest, weil ich komme mit dem Redstone nicht zu Fach. Ich habe auch noch Redstone im Lager. Ja, normalerweise hat man immer viel zu viel Redstone und weiß gar nicht, was man mit anfangen soll, aber seitdem ich Redstone-Blöcke hier verbaue im Schlafzimmer. Also ich habe ungefähr 8x64, falls du brauchst. So, den kniesend nice. Kannst du haben, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Braten wir mal. Hallo, ach. Oh, und Leute, es ist schon wieder viel zu spät. Was? Ach so, Zeit. Und ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Oh Gott. Boah, Entschuldigung, das wusste ich gleich, ist mir gleich übel geworden. Ach so. Tschüss. Tschüss. Tschüss.